know what it's like. I know how it feels. Let the pain break you down now. You gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hand. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight. Not to end every day feeling like you've been living a lie. It's time to be free, it's time to find peace by the water. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hand. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer. Ich hab nicht die beste.
fühlt sich jetzt schon wie die scheiß Ballade an. Zurück in Solitude, ne? Ja, ich sag ja, wir nehmen alles mit, was wir können. Dann noch Glücksburg, dann noch mal nach Dänemark, weil wir da so eine richtig coole Straße gefunden haben, wo man geile Sachen shoppen kann. Und zwar richtig krasse Sachen. Ich werde mal gucken, dass ich in dem einen Laden noch mal filme. Das ist eine alte Apotheke und da haben die Geschenkartikel. Und aktuell halt sehr viel Weihnachtszeug und im Keller immer Weihnachtszeug. Und dieses Haus ist so schön, das ist so krass, das ist so geil verwinkelt. So viele Türen und Durchgänge. Du hast das Gefühl, die Räume hören gar nicht auf. Das ist richtig krass, dieses Haus. Ich will da mal noch ein bisschen filmen, wenn ich dann Montag da nochmal bin. Ja, und dann haben wir eigentlich auch alles mitgenommen, ehrlich gesagt. Aber stressig des Todes, Leute, stressig des Todes. Heute ist so der erste Tag, wo ich sage, ich habe mal richtig ausgeschlafen. Sonst kannst du das eigentlich... Nee, kannst du aber jetzt nicht. Angekommen bin ich auch erst heute. Also zu Hause fühlen tue ich mich hier grundsätzlich. Also ist egal, in welcher Unterkunft ich bin, das ist auf jeden Fall gegeben. Aber dieses Ankommen und so runterkommen, so, das setzt bei mir eigentlich viel zu spät ein. Eigentlich immer erst dann, wenn ich schon wieder fast auf dem Rückweg bin, ne? Ungünstig. Sehr ungünstig. Und es ist nach wie vor wieder zu wenig Zeit, um herauszufinden, ob ich hier hingehöre. Aber ich fühle mich hier schon zu Hause. So, das ist für mich schon sehr, sehr eindeutig. Und ich habe auch gerade eher so das Gefühl, dass ich bleiben möchte. Dass ich jetzt nicht wieder wegfahren will. Also vor allem nicht jetzt schon wieder, ne? Ist schon zu früh so wieder. Ja. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal, muss ich erstmal so vieles klären. Das ist so, ist ja gerade so eine krasse
So eine, ja, auch psychisch eine sehr krasse Umbruchsstimmungsphase bei mir gerade. Ist gerade alles so viel offen. Aber es wird sich schon irgendwie alles ergeben, dass ich baldmöglichst hier wieder herfahren kann. Aber dann definitiv länger. Also und nicht unter 3 Wochen. Das steht für mich fest, weil das hat keinen Sinn. Ja. Und eigentlich wäre ich gerne mal 2 Monate hier, weil dann könntest du halt mal so richtig den Alltag hier durchspielen und so, ne? Das wäre schon cool. Hoffen wir einfach, dass es sich realisieren lässt. Wisst ihr, wie ich mich hier fühle? Das finde ich auch interessant. Das geht mir aber schon irgendwie den ganzen Urlaub jetzt so, weil ich ja schon so oft hier war. Seriously, 3 Mal. Und ich sag so oft, aber es kommt mir tatsächlich öfter vor. Und ich kenne mich natürlich jetzt hier weitaus besser aus als meine Mutter und mein Bruder. Und ich habe so das Gefühl, als würde ich hier wohnen und denen das alles zeigen. So fühlt sich das an. Spannend. Ist auf jeden Fall krass. Du siehst noch ganz genau, dass das Wasser bis da hinten hochging. Weil so eine Sachen hier komplett noch beerdigt sind. Ja, durch die Sturmflut vor ein paar Wochen. Da hinten sieht man Hochwasser. Das Ding bis da hoch. Da kommt ja dann so eine Wand und da konnte das ja nicht bis in den Ort rennen auf Deutsch. Aber es ist immer noch ein bisschen verwüstet, ja. Und ich finde, das Wasser steht auch immer noch ein bisschen höher als im Sommer. Da hinten liegen unheimlich viele Mülleimer. Krass, ja. Hier sieht man es auch nochmal. Die ganzen Betonplatten da ist aufgebrochen. Heftig. Die Bäume sind sowieso getroffen. Das Metallteil, das war erst zur Verankerung gekommen. Heftig. Da sieht man das deutlich. Ich bin nochmal vergewissert, ob es so gehen soll. Guckt euch das Licht jetzt an. Wow. Ja, die Sonne kommt immer ab und an mal ein bisschen raus und dann regnet es wieder. Hab Glück gehabt. Hab auch sonst. Mich beruhigt es so, am Meer zu sein mittlerweile. Das halt wirklich, also am Wasser generell jetzt. Ich hab das schon festgestellt. Das tut mir sehr gut. Ich merke richtig, wie ich innerlich runterfahre.
Namaha.